Um eines klarzustellen, es ist unmöglich, die Gesetze der Physik zu umgehen. Alles funktioniert innerhalb dieser Gesetze. Aber die moderne Physik hat viele Tücken und es gibt offensichtlich noch viel zu verstehen. Einige Erfindungen wie der Warp-Antrieb haben uns gezwungen, altbekannte physikalische Gesetze zu überdenken. Lass sie uns jetzt aufdecken. Amazing. Nummer 10. Die Hand in Blei tauchen. Geschmolzenes Metall ist heiß, aber geschmolzenes Blei ist nicht so heiß, wie du denkst. Nur 327,5 Grad Celsius. Trotzdem scheint es lächerlich zu sein, zu behaupten, dass man seine Hand kurz in geschmolzenes Blei tauchen kann, ohne sich zu verletzen. Du würdest doch erwarten, dass du dich sofort verbrennst, oder? Wenn du eine nackte Hand in das geschmolzene Metall tauchst, würde das mit Sicherheit passieren, aber eine dünne Wasserschicht kann ausreichen, um die Hand für eine kurze Zeit zu schützen. Der Grund dafür ist der Leidenfrost-Effekt. Wenn du einen mit Wasser beschichteten Gegenstand in eine heiße Flüssigkeit tauchst, kocht das Wasser und verdampft sehr schnell, wobei sich eine schützende Dampfschicht bildet. Diese kann sogar eine menschliche Hand schützen, wenn sie in geschmolzenes Blei getaucht wird. Natürlich ist der Effekt nur vorübergehend und wenn du deine Hand länger als den Bruchteil einer Sekunde in das Metall tauchst, wird deine Hand wahrscheinlich verbrannt. Nummer 9. Perpetuum mobile Maschinen. Die Idee hinter dem Perpetuum mobile ist, dass man es in Gang setzen kann und es sich dann ewig weiter bewegt. Sie waren eine Kuriosität der Erfinder, da sie viele Probleme im Zusammenhang mit Energieverlust im mechanischen System lösen würden. Perpetuum mobile gehen auf das 16. Jahrhundert zurück, als Robert Flood 1618 eine Wasserschraube entwickelte, die einen Mühlenstein kontinuierlich drehte, indem sie das Wasser, das die Maschine antrieb, in ihren eigenen Tank zurückpumpte. Dasselbe Wasser trieb dann die Maschine kontinuierlich an. Man brauchte keinen Nachschub. Eine andere Maschine nutzte Magnete, um sich scheinbar ewig zu drehen. Und jetzt können wir verfeinerte Versionen davon mit Neodym-Magneten herstellen, die sich jahrelang drehen können, so lange, bis die Magnete ihre Anziehungskraft verlieren. Da Energie jedoch weder erzeugt noch zerstört werden kann, können diese Maschinen technisch gesehen keine Energie selbst herstellen. Es sieht nur so aus, als ob sie es für eine kurze Zeit könnten. Die Wasserschraube zum Beispiel würde durch die Reibung Energie verlieren. Ein echtes Perpetuum mobile ist unmöglich, da es gegen den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt. Diese besagen, dass Energie irgendwo herkommen muss und nicht ohne Zutun erzeugt werden kann und dass ein mechanisches System irgendwann in einen Zustand der Unordnung gerät und daher irgendwann aufhört zu funktionieren. Nummer 8. Staubsauger können Autos anheben. Das berühmte Mythbusters-Team wollte herausfinden, wie effektiv ein Staubsauger schwere Geräte anheben kann. Nachdem sie mit leichteren Geräten Erfolg hatten, beschlossen sie zu testen, ob sie ein Auto anheben können. Klingt ziemlich unglaublich, oder? Ist es aber nicht, denn die Hebekraft steigt linear mit der Querschnittsfläche des Aufsatzes, solange die gleiche Menge Luft mit der gleichen Geschwindigkeit weggesaugt wird. Weil die Mythbusters Saugnäpfe gebaut haben, die einen so großen Bereich abdecken, konnten sie viel mehr als die 2-3 Kilogramm heben, die der Standardaufsatz heben kann. Das Team baute 40 Saugnäpfe, die alle mit einem einzigen Staubsauger verbunden waren und konnten das Auto bis zur maximalen Höhe des Krans anheben. Einige Mathematiker glauben, dass ein Mensch ein Auto mit einem großen Strohhalm anheben könnte, wenn er einen ausreichend dichten Verschluss und eine ausreichend große Befestigungsfläche hätte. Ich glaube, das würden wir alle gern mal sehen. Nummer 7. Warp-Antrieb. Die Herausforderung der Raumfahrt stand für viele der fortschrittlichsten Technologieentwickler der Welt schon immer ganz oben auf der Tagesordnung. Und jetzt haben wir einen Punkt erreicht, an dem das Reisen innerhalb unseres Sonnensystems mit der Einführung wiederverwendbarer Raketen relativ effizient ist. Der technologische Horizont erstreckt sich nun auch auf das Reisen jenseits unseres Sonnensystems. Interstellare Reisen, die es uns ermöglichen, zu neuen Sonnensystemen zu reisen, um eine neue Erde zu finden. Das Problem ist, dass wir für die Reise zu einigen der nächstgelegenen und vielversprechenden Exoplaneten in Proxima B immer noch mehr als 30 Jahre brauchen würden, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnten. Derzeitige Raumfahrzeuge erreichen aber nur etwa 84.000 km pro Stunde, was ein winziger Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit ist. Mit den derzeitigen Raumfahrzeugen würde die Reise zu Systemen wie Proxima B 54.400 Jahre dauern. Die Konsequenz daraus ist, dass wir einige Sätze der klassischen Physik, Newtons Bewegungsgesetze, brechen oder verzerren müssen, um interstellare Reisen zu ermöglichen. Eine vorgeschlagene Methode sieht die Verwendung eines Warp-Antriebs vor, der die Zeit vor dem Raumschiff komprimiert und hinter dem Raumschiff ausdehnt.
Es würde sich nicht mit Hilfe von Treibstoff und Triebwerken fortbewegen. Stattdessen würde die Raumzeit um es herum manipuliert und die Entfernung zwischen A und B verkürzt, während es in einer Blase reist, die riesige interstellare Entfernungen komprimiert. Während das Konzept anfangs als völlig abwegig galt, haben sowohl die NASA als auch die chinesische Raumfahrtbehörde erfolgreich Geräte getestet, die Mikrowellen um Kammern herumschicken, um Schub ohne Treibstoff zu erzeugen. Niemand weiß jedoch genau, warum sie dieses Ergebnis erzielt haben. Nummer 6. Kreiselspielzeug. Ein Kreisel scheint eine so einfache Sache zu sein. Eines der einfachsten Spielzeuge, die je erfunden wurden. Der Tippitopp ist jedoch ein bisschen seltsamer. Es ist eine Art Kreisel, der sich in die entgegengesetzte Richtung dreht, nachdem er sich auf den Kopf gestellt hat. Er gewinnt an Schwung, bis er einen kritischen Punkt erreicht und sich dann spontan umdreht. Das ist an sich ziemlich cool, aber der von Tadashi Tokida entwickelte Tippitopp ist noch etwas verwirrender. Dieser Kreisel verhält sich so, wie du erwartest, wenn du ihn in eine Richtung drehst, aber wenn du ihn in die andere Richtung drehst, verhält er sich nicht so, wie du es erwartest. Also, warum hat er eine Vorliebe? Der Harvard-Wissenschaftler gibt zu, dass niemand wirklich versteht, warum das bei diesem Spielzeug passiert, aber es hat etwas mit Chiralität des Kreisels zu tun. Chiralität erklärt, wie spiegelbildliche Formen trotz ihrer scheinbaren Symmetrie unterschiedliche Eigenschaften haben können. So können zum Beispiel sein Gewicht oder einige der Moleküle oder Ionen über seinen Querschnitt asymmetrisch sein. Nummer 5. Weltraumfahrstuhl. Um von der Erdoberfläche in den Weltraum zu gelangen, müssen derzeit Raketen eingesetzt werden. Heutzutage sind Raketen relativ effizient, aber die letzte Rakete von SpaceX benötigte für den Start immer noch die Energie von 4 Millionen Tonnen TNT. Es besteht also ein großer Bedarf an effizienten, billigeren und einfacheren Methoden, um eine Menge Dinge und Satelliten ins All zu bringen. Ein Lösungsvorschlag ist der Bau eines Weltraumfahrstuhls, der über unsere Atmosphäre hinausreicht. Dieses riesige Bauwerk ist im Wesentlichen ein Kabel, das sich von der Erdoberfläche bis in den Weltraum erstreckt und es ermöglichen würde, Vorräte ins All zu transportieren, ohne dass wir Raketen brauchen. Die Hauptprobleme sind Stärke und Flexibilität. Eine solche Struktur müsste sich mit der Erdrotation biegen und sie müsste riesig sein, etwa 100 Kilometer hoch. Ursprünglich hielt man Kohlenstoff-Nanoröhrchen für stark genug, aber jetzt könnten Nanofäden aus Diamant der Schlüssel zur Weltraumaufzugstechnologie sein. Das Beste ist, dass ein großes japanisches Bauunternehmen glaubt, dass wir bis 2050 die Technologie haben könnten, um einen Aufzug dieser Größe aus diesem Material herzustellen. Nummer 4. Quadratische Räder. Dreiecke, Quadrate, Achtecke, Sechsecke, sie alle sind minderwertig im Vergleich zum mächtigen Rad, das als eine der größten Erfindungen der frühen Menschheit gilt. Es ist widersinnig zu glauben, dass ein quadratisches Rad irgendetwas anders tun würde, als ein Auto zu zerstören. Die Mythbusters wollten herausfinden, ob es möglich ist, mit einem Fahrzeug mit quadratischen Rädern eine ruhige Fahrt zu erreichen, eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Wenn du 4 quadratische Räder im gleichen Winkel anbringst, ist die Fahrt ziemlich schrecklich und die Achsen brechen ziemlich schnell. Wenn du die Winkel der Räder so einstellst, dass sie in einem Winkel von 22,5 Grad zueinander stehen, berühren sich die Spitzen der 4 Kanträder häufiger mit dem Boden und die Fahrt wird dadurch ruhiger. Wenn du schnell genug fährst, ist es möglich, ein halbwegs erträgliches Fahrverhalten mit quadratischen Rädern in dieser Konfiguration zu erreichen. Das Team wollte auch herausfinden, ob quadratische Räder beim Bergauffahren von Vorteil sind, aber sie konnten keinen Vorteil feststellen. Ein Segelboot mit Ventilatorantrieb. Von all den skurrilen Experimenten, die zeigen sollen, dass einfache physikalische Gesetze wie die Newtonschen Bewegungsgesetze komplexer sind, als sie zu sein scheinen, kann dich dieses wirklich zum Nachdenken anregen. Bei einem normalen Segelboot trifft der Wind in Fahrtrichtung auf das Segel und füllt es, sodass es Schub erzeugt. Wie kann man also mit einem Segelboot ohne Wind Schub erzeugen? Hier zeigen die Mythbusters, wie ein Ventilator zum Antrieb eines Segelboots verwendet werden kann. Das ist kontraintuitiv. Überleg mal, der Ventilator muss gegen das Segel blasen. Das heißt, er zieht Luft von hinten an und drückt sie nach vorne. Das bedeutet, dass wir erwarten, dass das Boot rückwärts fährt, die entgegengesetzte Richtung zur Luft, die durch den Ventilator strömt. Wenn du aber ein Segel vor den Ventilator setzt, fährt das Boot trotzdem vorwärts. Das scheint dem dritten Newtonschen Gesetz zu widersprechen, das besagt, dass sich das Boot entgegengesetzt zur Ausgangsrichtung des Ventilators bewegen sollte. In Wirklichkeit erzeugt das Gebläse eine Kraft, die auf das Segel trifft und ein Teil der Luft prallt vom Segel zurück und treibt das Segelboot vorwärts. Newtons drittes Gesetz gilt also immer noch, das Boot bewegt sich von der Luft weg, die vom Segel reflektiert wird. Wenn du schnell vorankommen willst, ist es jedoch viel effizienter, den Ventilator hinten aus dem Boot zu richten. Nummer 2. Kugeln biegen.
Die schwer fassbare Fähigkeit, Kugeln aus einer Waffe abzufeuern, während man sich um Ecken oder Hindernisse herum versteckt, wurde während des Zweiten Weltkriegs erforscht und der Krummlauf wurde als Teil der ziemlich großen Bemühungen der Nationalsozialisten entwickelt, ihre Waffen zu erneuern. Die Behauptung, dass ein Geschoss, das mit der Geschwindigkeit von 304,8 Metern pro Sekunde fliegt, innerhalb von ein paar Metern verbogen werden kann, erscheint ein wenig lächerlich. Du magst vermuten, dass das Geschoss einfach seinen geraden Weg fortsetzt und durch den Lauf dringt, aber das wäre falsch. Die Nationalsozialisten waren besessen von experimentellen Waffen, aber dieses Gerät funktionierte im Gegensatz zu vielen anderen zumindest ein bisschen. Sie nutzte sorgfältig platzierte Löcher, um turbulente Gase zu zerstreuen. Damit konnte das Sturmgewehr über Hindernisse hinweg oder um Ecken herum schießen, aber die Herausforderung bestand darin, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erhalten. Viele Prototypen feuerten einfach nicht oder explodierten, bis schließlich eine Waffe entwickelt wurde, die auf kurze Distanz funktionierte. Die Kugeln zerfielen oft aufgrund des hohen Gasdrucks im Lauf und der Lauf selbst hatte nur eine Lebensdauer von ein paar hundert Schuss. Um es auf die Spitze zu treiben, kann ein Geschoss sogar mit einem 180-Grad-Lauf abgefeuert werden. Das Ungewöhnliche daran ist, dass sie immer noch zurückprallt, aber nach vorne, als würde sie von dir weggezogen werden. Heutzutage ermöglichen fortschrittlichere Waffen, wie der israelische Eckschuss, dies durch den Einsatz einer Digitalkamera, die an einer biegsamen Halterung mit einer Pistole befestigt ist. Nummer 1. Motorräder und Autos auf dem Wasser fahren. Wenn Fahrzeuge tatsächlich auf dem Wasser fahren könnten, bräuchte man keine Brücken oder Übergänge mehr. Natürlich ist das nicht wirklich möglich, aber wir können Landfahrzeuge vorübergehend über Wasser zwingen. Ein normales, unmodifiziertes Motorrad kann ein paar hundert Meter auf dem Wasser fahren. Die Sache ist nur die, dass du ziemlich schnell fahren musst. Damit wird die Oberflächenspannung des Wassers ausgenutzt. Bei einem Auto sind die Ergebnisse nicht so verblüffend, aber mit genügend Geschwindigkeit kann dein Auto tatsächlich ein paar Meter Wasser überspringen. Das liegt daran, dass das Auto von der Oberfläche abprallt und so weit nach vorne fahren kann, um das Wasser zu überqueren. Hier gibt es einige wirklich verwirrende Dinge. Das zeigt, dass die Gesetze der Physik, obwohl sie oft als konkret und einfach angesehen werden, sich auf komplexere Weise verhalten, als wir sie gemeinhin verstehen. Welches Experiment fandest du am interessantesten? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen!